Hi, was meinst du, wie wichtig ist es für einen Ingenieur, klar, eindeutig und möglicherweise sogar noch spannend und für Außenstehende verständlich zu kommunizieren? Ich denke, das ist wichtig, aber möglicherweise irre ich mich da auch. Aus meiner Sicht ist das sehr viel wert, wenn ein Ingenieur sein Ergebnis zwar möglichst detailliert, aber so einfach dennoch erläutern kann, oder seine Konstruktion, in meinem Fall als Berechnungsingenieur ist das das Ergebnis einer Berechnung, so erläutern kann, dass vom Grundprinzip es auch ein technisch Interessierter, nicht unbedingt, aber einer, der im Fach drinsteckt, verstehen kann. Das heißt mit anderen Worten, ich als Berechnungsingenieur kommuniziere mein Ergebnis an einen Konstrukteur bzw. Techniker bzw. Elektroingenieur, der verstehen möchte, was ich da gemacht habe. Und ich muss es ja hinkriegen. Weil es gibt eine andere Sprache, die ich nutze, wenn ich unter meinesgleichen spreche, unter Kollegen, die auch Berechnungsingenieure sind, dann schmeißt man nur so um sich herum mit Fachbegriffen, aber nicht jeder wird sofort verstehen, was will er damit sagen, was meint er damit. Wenn ich zum Beispiel sage, hier massenbezogene Dämpfung, 50% und 50% steifigkeitsbezogene Dämpfung, dann weiß ein Berechnungsingenieur, wovon ich spreche, aber längst nicht jeder andere weiß, wovon ich spreche, was das bedeutet. Wenn ich aber am Ende mein Ergebnis mit allen Zwischenpunkten nicht einfach nur Bauteil hält nicht, obwohl manche wollen genau nur das hören, aber dennoch imstande bin zu erklären, welchen Weg ich gewählt habe, wieso ich den Weg gewählt habe, welche Schwierigkeiten es da gab, welche konstruktive vielleicht Mängel es da gab, die ich beheben sollen wollte und warum ich die beheben wollte, aufgrund der Mechanik. Wenn ich das Ganze plausibel, einleuchtend jemand erzählen kann, der es auch noch spannend findet, wenn ich es erzähle, dann finde ich, ist das was wert. Aus meiner Sicht ist man als genialer Ingenieur nur halb so viel wert, weil man überhaupt nicht seine Ergebnisse, Errungenschaften kommunizieren kann. Aber es kann sein, dass ich mich irre. Wie ist deine Erfahrung? Du hast ja auch mit Kollegen zu tun, mit Ingenieuren, mit vielleicht Studenten, mit Professoren, wenn du noch studierst. Und du siehst das möglicherweise auch. Der eine steckt vielleicht voll drin. Man sieht ihm an, dass er in seinem Themengebiet Ass durch und durch ist, aber er kann es nicht wirklich kommunizieren. Und der andere ist vielleicht auch gut, vielleicht nicht so gut wie der hier, aber kann sehr gut das kommunizieren, was er macht. Und schon ist das irgendwie wie einem sehr viel sympathischer. Wenn du, das ist so meine Philosophie, aber es kann sein, dass ich da falsch liege. Wenn du deine Arbeit gut kommunizieren kannst und übrigens in anderer Sprache, zum Beispiel Englisch, ist es nochmal erschwerter. Aber dennoch, wenn du deine Arbeit gut kommunizieren kannst, dann verkaufst du in Anführungszeichen deine Arbeit auch. Dann versteht man, was du gemacht hast. Man versteht auch, wozu du imstande bist. Ich zum Beispiel als Berechnungsingenieur kann erläutern, dass ich nicht nur Fachidiot bin, sondern tatsächlich auch außerhalb der Berechnung hilfreich tätig sein kann. Das heißt, als Berechnungsexperte habe ich ein gewisses Mechanikgefühl, Mechanikverständnis. Ich kann bei Messungen, beim Versuchsabbau
helfend, unterstützend beiseite stehen. Ich kann auch Eindrücke geben, ohne dass ich ein Bauteil rechne. Ich kann mit einem Konstrukteur über seine Konstruktion drüber schauen und ihm ein Gefühl vermitteln, wo ich Schwachstellen sehe, ohne dass ich das gerechnet habe, ohne dass ich genau wissen kann, weil keine Rechnung vorliegt, dass das Schwachstellen sind, aber wo ich das Gefühl habe, es könnten welche sein. Ich kann das auch alles vermitteln und einleuchtend erklären, wie ich meine zumindest. Und aus meiner Sicht ist das immer viel besser, als die Ergebnisse einfach nur vorzugeben, sagen, mach das, mach das, mach das, so ist falsch, so machst du es. Es kann brillant sein, aber die Kommunikation ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Und es dient zum Verkauf, und das meine ich gar nicht abwertend. Verkauf klingt für Ingenieure, glaube ich, sehr abwertend, weil wir sind schon Verkäufer verglichen mit uns, sagt man so, oder denkt man so möglicherweise, aber es ist falsch. Ich glaube, auch ein Ingenieur muss im guten Sinne verkaufen können. Natürlich kriege ich kein Geld dafür extra, wenn ich mein Ergebnis da gut erkläre. Aber irgendwie, wenn man mitteilen kann, was man gemacht hat, verkauft man seine Ergebnisse auch mit. Als Mechanik, Dynamik, Statik, Experte sozusagen, hat man natürlich direkt, ist man direkt Ansprechperson für andere, wenn man da Fragen hat. Aber man kann es sich ja auch natürlich abschminken. Man kann natürlich auch dagegen arbeiten, indem du zwar Experte bist, aber jede Frage unfreundlich bearbeitest oder beantwortest. Oder wenn du gut hilfst, jede Frage, Anfrage gut beantwortest, deine Arbeit bzw. deine Gedanken gut kommunizieren kannst, dann lädst du quasi zu mehr mit dir arbeiten ein. Jetzt habe ich viel gequatscht zu dem Thema Kommunikation für Experten, und ich halte mich da eigentlich, auch wenn ich es vielleicht in diesem Video auch ein paar Mal schon gegenteilig behauptet habe, aber ich halte mich da eigentlich nicht für besonders gut. Also ich meine, ich kann kommunizieren, ich meine, ich kann ein bisschen was erzählen, aber ich zerstreue manchmal mit meinen Gedanken, wenn mich keiner bremst. Gottes Segen in dieser schweren Zeit, und Daumen hoch, abonnieren, weiterleiten. Nächstes Mal wieder was Technisches an der Tafel. Bis dann.